Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch mal zeigen, wo ihr die zweite Socke von Stitch findet. Die Zahl der freundlichen Bewohner. Die erste hatten wir ja am Strand gefunden. Da hatte ich euch ja meine Location gezeigt, wo die ungefähr liegt. Jetzt schauen wir mal, wo sie hier ist. Sie müsste ja auf der Wiese irgendwo sein. An der Oberfläche, man muss auch nicht danach buddeln. Wir suchen mal. Es ist jetzt 5 Tage her, also der 11. Dezember bei mir. Ah, da sehe ich sie doch schon. Sieht ein bisschen aus wie eine Möhre. Nehmen wir mit. Sehr gut. Nice. Du hast noch eine Socke gefunden. Hier ist ein G eingenäht. Finde den Dorfbewohner, dem sie verkaufte Socke gehört. Wer fängt denn mit G an? Wahrscheinlich Goofy, ne? Und der steht hier auch schon. Dann müsst ihr nur zu Goofy gehen. Wie geht's dir heute? Und ihn anlabern. Bitteschön. Dankeschön, Olli. Schön, dich zu sehen. Sag mal, was hast du denn da, Olli? Es ist eine Socke. Ich glaube, sie gehört dir. Du hast recht, das ist eine meiner Socken. Ich habe schon überall danach gesucht. Neulich sind alle meine Socken einfach verschwunden. Alle? Jetzt, wo ich darüber nachdenke, war es nur die Hälfte. Die linke Socke von jedem Paar ist weg. Die linke Socke, aber Socken haben doch keine. Vergiss es. Die Sache wird immer seltsamer. Ja, das stimmt. Und das ist nicht das Einzige, das seltsam ist. Ich sah ein paar komische Lichter am Himmel, bevor es passierte. Ich dachte erst, es wäre eine Art Sternschnuppe, aber jetzt, wo ich darüber nachdenke... Donald redet schon seit einer Woche von Sockenklauen und Außerirdischen. Vielleicht hat er recht. Ich glaube, ich habe ihm gleich geglaubt. Vielleicht haben die Außerirdischen ja einen Hinweis hinterlassen, als sie mein Haus verwüstet haben. Gute Idee, ich werde in deinem Haus nach Hinweisen suchen. Bis alles bald. Klar. Dann müssen wir zu Goofy gehen. Also man muss nicht selber nach den Lichtern gucken, das dachte ich auch mal erst. Eigentlich sehen nur die Charaktere dann die Lichter. So, Goofy. Dann geht in Goofys Haus. Entfernt den Schrott hier. Oder auch nicht. Doch. Komisch, dass sie plötzlich auch alle hier Schrott liegen haben. So, und hier ist noch ein Ding. Zack. Du hast einen Hinweis in Goofys Haus gefunden. Heb ihn auf. Haben wir. What's next? Bringe Donald das blaue Fell. Oh, blaues Fell. Wem das wohl gehört? Sag mal, hast du meinen Freund Donald da gesehen? Ja, ich such den auch schon. Wo ist er denn? Weiß ich zu Hause. Reisen wir mal schnell hin. Also ich hoffe, ihr findet den zweiten Socken. Und ich hoffe, alle, die den ersten Socken gesucht haben, ich hoffe, ihr habt den auch gefunden. Wie gesagt, bei mir lag er da hinten auf der Insel. So, hier wohnt Donald. Wunderbar. Aus Fell von Stitch. Was ist das? Ein weiterer Hinweis? Es ist ein Tierfell. Vielleicht bricht einer der Waschbären in Dreamland Valley in Häuser der Leute ein. Achso, das bin ich wieder. Ich würde viel mehr Sinn ergeben als Außerirdischer. Mach dich nicht lächerlich. Welcher Waschbär klaut denn die Hälfte aller Socken? Außerdem ist das Fell blau. Erinnerst du dich auch noch an das lustige Dingsbums, das wir in meinem Haus gefunden haben? Das stammt nicht von einem Waschbären. Hey, ich habe eine Idee. Das Dingsbums hat wieder angefangen zu piepsen. Mal sehen, was passiert, wenn wir das Fell hineinstecken. Jetzt kriegen wir 66%. Hast du das gesehen? Es hat mal wieder angefangen zu blinken. Was steht da? Hier steht DNA-Übereinstimmung, Autorisierung 66% vollständig. Ah, das ergibt doch weniger Sinn als vorher. Ich glaube, es bedeutet, dass das Fell von dem stammt, der all die Socken stiehlt. Wir müssen wahrscheinlich noch einen Hinweis finden, um es auf 100% zu bringen. Mann, oh Mann, das wird einfach. Ich werde nach weiteren Hinweisen Ausschau halten. Alles klar, und das war's dann auch schon. Jetzt nochmal 5 Tage abwarten. Und dann müsste der dritte Socken... Ich glaube, im Walter Tapfer... Nee. Richtung des Vertrauens liegen. Und dann habt ihr alle Socken. Danke fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr abonniert, kommentiert und liked. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.